Hallo, liebe Freunde der Geschichte, und hallo an alle, die es vielleicht noch werden wollen. Willkommen zurück im amerikanischen Bürgerkrieg und im Jahr 1861. Wir sind auf Seiten der Konföderation, nun kurz vor der Schlacht am Bull Run. Das ist die erste große Schlacht im Bürgerkrieg und wir sprechen hier zunächst einmal von Truppenstärken, ursprünglich in Größenordnung ungefähr auf Seiten der Südstaaten von 31.000 Mann bis auf eine Truppenstärke bei den Nordstaaten auf ungefähr 28.000 Mann. Hier hatten also die Südstaaten ursprünglich ein klein wenig Überlegenheit. Hoppala. Durch unseren Aufklärungspunkt, den wir investiert haben, können wir sehen, die gegnerische Truppenstärke ist hier auf 22.800 Mann beschränkt. Wir sind hier, wenn wir unsere Einheiten einsetzen, ungefähr bei 17.200 Mann. Das heißt, wir sind ein klein wenig unterlegen, das wird aber nicht so weiter ins Gewicht fallen, denn wir sind hauptsächlich in der Defensive und müssen uns verteidigen. Und werden aus der Defensive heraus versuchen, dem Gegner große Verluste beizufügen und die Schlacht so zu gewinnen. Die Schlacht am Bull Run fand am 21. Juli 1861 statt. Wurde bezeichnet als Bull Run, hauptsächlich von der Nordstaatenseite. Interessanter geschichtlicher Fakt hier ist, die meisten Schlachten des amerikanischen Bürgerkriegs wurden mit unterschiedlichen Namen versehen. Das heißt, die Nordstaaten haben ihre Schlachten meistens nach den nächstgrößeren Gewässern bezeichnet. Deswegen auch hier der Bull Run, die Schlacht am Bull Run. Während die Südstaaten eher dazu geneigt haben, die Schlachten nach großen Orten zu benennen oder ja, nach populären Orten, die in der Nähe lagen, so ist die Schlacht von Bull Run im Süden bekannt unter dem Namen Manassas oder Manassas Junction, nach der Manassas Junction Road. Es gibt auch Ausnahmen im amerikanischen Bürgerkrieg, zum Beispiel die Schlacht von Gettysburg, die auf beiden Seiten nach Gettysburg benannt wurde, oder die Schlacht von Antietam, die Antietam Creek im Norden nach Norden bekannt wurde und Sharpsburg im Süden. Ja, es gibt noch einige andere Ausnahmen, das werde ich dann an der Stelle erwähnen. Die Armeen waren hier anders als im Spiel allerdings noch nicht in den grauen und blauen Uniformen, wie das hier dargestellt wird, sondern es war eigentlich eher ein großer bunter Haufen, also es befanden sich sowohl blaue Uniformen auf der Südstaatenseite, Stonewall Jackson zum Beispiel ist noch in einer Nordstaatenuniform ins Schlachtfeld geritten. Genauso gab es graue Einheiten auf der Nordstaatenseite und ja, viele bunte Einheiten, die sich in ganz unterschiedlichen Farben gekleidet haben, je nach Einheit und Herkunft. Das gab ein ziemlich großes Durcheinander. Zusätzlich waren beide Seiten noch relativ grün. Also die Armeen waren nicht wirklich erfahren. Auch die Anführer, die Generäle, relativ schlachtunerfahren. Wir haben zwar schon ein paar Kriegsveteranen mit dabei, aber zu großen Teilen eben noch sehr, sehr unerfahrene Truppen, die dann ja, aufgrund der uneinheitlichen Farben eben auch häufiger Friendly Fire auf die eigenen Einheiten abgegeben haben. Friendly Fire gibt es in diesem Spiel ja Gott sei Dank erstmal nicht, wie ihr gesehen habt. Das hilft dann doch schon ein wenig, auch dass wir hier unsere Einheiten bereits in grauen und blauen Uniformen getrennt haben. Ist im Spiel dann doch, glaube ich, strategisch sehr viel übersichtlicher, als das im Original war. Die Südstaaten hatten zwei Armeen auf ihrer Seite. Zum einen die Army of the Potomac und zum anderen die Shenandoah Army. Army of the Potomac ist hier vielleicht noch etwas verwirrend, denn so wurde eigentlich eher die Armee
ja, des Südens des Nordens bekannt. Das änderte sich also erst, nachdem Lee im Jahr 1862 den Oberbefehl übernommen hatte. Die Armee des Nordens wurde hier in der Schlacht bekannt als die Army of Northeastern Virginia. Und so wurde dann später auch die Südstaateneinheiten, also große Armee, bezeichnet. Das sorgt hier an der Stelle vielleicht in der ersten Schlacht auch noch für Verwirrung bei dem einen oder anderen, der sich in die historische Begebenheit einliest. Die unterschiedlichen Bezeichnungen der Armeen, die unterschiedlichen Bezeichnungen der Schlachten, das kann manchmal schon ein wenig verwirren. Nichtsdestotrotz begeben wir uns jetzt hinein ins Gefecht und schauen uns an, wie das Ganze begeben ist. Unsere Hauptstreitkräfte sind ein paar Meilen östlich von hier aufgestellt. Sie bewachen die Manassas Railroad Junction. Der Bull Run ist eine natürliche Barriere zwischen unseren Linien und der Unionsarmee auf der anderen Seite. Um die linke Flanke der Armee zu verteidigen, müssen wir alle Furten bewachen. Unsere Truppen sind entlang am Bull Run weit auseinandergezogen. Wir haben nicht genug Regimenter, um diesen Übergang zu bewachen. Aber sie müssen nach jeglicher Feindbewegung Ausschau halten. McDowell könnte versuchen, den Fluss von hier aus einen Teil seiner Armee zu überqueren. Dieser kleine Hügel in der Nähe von Matthews Farm ist eine gute Position, um eine Verteidigungslinie zu bilden, für den Fall, dass der Feind unsere Linien bedroht. Henry Hill ist eine weitere starke Position für unsere Artillerie und muss gesichert werden. Sie haben den Befehl, ihre Position zu verteidigen und die Gegend nach Feindbewegung auszuspähen. Wenn die Unionisten sie angreifen, wird Verstärkung aus dem Südosten entsandt. General, es wurden Streitkräfte der Union auf der anderen Seite des Flusses gesichtet und sie werden sicherlich versuchen, diesen von diesem Abschnitt aus zu überqueren. Nehmen Sie auf diesem Hügel Position ein, um jegliche Versuche des Feindes, die Steinbrücke zu überqueren, zu unterbinden. Behalten Sie diese Furt im Auge, die auch ein möglicher Übergang für die Unionsarmeen ist. Wir haben nicht genug Streitkräfte, um die Übergänge westlich der derzeitigen Position zu bewachen. Sie sollten das Gebiet trotzdem ausspähen, da die Unionisten von dieser Seite angreifen könnten. Matthews Hill muss verteidigt werden, falls die Yankees versuchen sollten, die linke Flanke zu durchbrechen. Halten Sie die Yankees auf, bis mehrere Verstärkungen erhalten. Viel Glück, General! So, an der Stelle können wir unsere Armee erstmal aufstellen. Dazu schauen wir uns an, in welche Einheit ich die Mississippi gewähre. Die stellen wir hier auf. Preston, hier ein wenig nach Norden. Canfield, auf diese Seite. Artillerie, hier nach oben. Und die Supplies ebenfalls. Start Battle. Pause. Jetzt werden wir hier noch ein paar Skirmisher absetzen. Preston kommt hier oben ebenfalls hin. Ashmore. Da können wir auch noch ein paar Skirmisher ausheben. Und Ashmore selbst nimmt hier die Befestigung ein. So, und Canfield halten wir hier noch ein klein wenig in der Reserve. So, an dieser Stelle möchte ich einmal zum einen darauf hinweisen, dass die Karten ursprünglich
der Schlacht sehr, sehr gut nachempfunden ist, sehr, sehr akkurat. Der ursprüngliche Angriff hat auch zum Schein hier über diese Steinbrücke stattgefunden. Allerdings kam der größere Angriff tatsächlich von hier aus. So wie wir es jetzt auch im Eingang beschrieben haben, könnte man jetzt versuchen, irgendwelche Einheiten hier auf Matthews Hill hochzubringen, um den Hügel dann zu halten. Allerdings, wenn man sowohl den historischen Schlachtverlauf ein wenig kennt, als auch die eigentlichen Schlachtziele, wird man Folgendes feststellen. Für einen Sieg müssen wir Matthews Hill überhaupt nicht halten, sondern lediglich Henry Hill. Das heißt, Henry Hill, das heißt diese Position und diese Position müssen wir halten, die hier nicht. Das ist insofern von Vorteil, als dass wir keine langen Wege mit unserer Armee bis auf diesen Hügel hier machen müssen. Bitte macht das nicht. Ihr werdet hier einer sehr, sehr großen Übermacht der Union gegenüberstehen, die diesen Hügel angreift. Ihr werdet sehr, sehr viele Truppen hier verlieren. Völlig unnötigerweise. Das heißt, ihr könnt lediglich oder ihr braucht lediglich an dieser Stelle diese Brücke hier vor dem Angriff zu schützen. Hier diese Furt ein wenig abzudecken, ein wenig aufzupassen, dass man euch hier von hinten nicht in die Flanke fällt, wo man eure Supplies oder eure Artillerie angreifen könnte. Und mit den Verstärkungen positioniert ihr euch einfach hier entlang des Hügels, so wie die gegnerischen Truppen dann hier einfallen werden, und verteidigt hier den Hügel. Von da ab werdet ihr eine sehr, sehr viel bessere Ausgangslage für die nächsten Schlachten haben. Ihr werdet mit sehr, sehr weniger, viel weniger Verlusten aus der Schlacht hier herausgehen. Und auch dem Gegner sehr, sehr viel mehr Verluste beifügen. Also dann lassen wir das Ganze mal laufen. So, Position halten, Position halten. Wir könnten ja eigentlich Canfield hier positionieren. Die Skirmisher und dann die Hauptarmee dann da. Von dort aus nehmen wir die Brücke also aus drei Seiten unter Feuer, während unsere Artillerie hier vielleicht noch bei einem Angriff mit Karnes da rein feuert. Das dürfte also ausreichen. So, von hier aus können wir es ein wenig mehr laufen, schneller laufen lassen, bis der Gegner einfällt. Aha, da ist er schon. So, wieder ein bisschen langsamer. Und dann schauen wir uns die Situation hier mal an. First Ohio und Second New York sind eingetroffen. Und da ist das Second Ohio. Hier in sehr, sehr viel größerer Mannstärke, als das ursprünglich der Fall war bei den originalen Einheiten. Und da kommt der erste Angriff über die Brücke. Den werden wir wahrscheinlich gleich zurückschlagen. Schon, komm schon. Na, das ist ungewöhnlich. So, und jetzt route gefälligst in die andere Richtung zurück. First Ohio versucht hier oben über die Furt zu sneaken, aber das werden wir auch hindern. Nicht chargen. Zurück. Zurück. Ja, ihr seht also schon, der Gegner ist hier ziemlich aggressiv.
Auf der ersten Schwierigkeitsstufe läuft das etwas einfacher ab. Kein Fehl, Position halten. So, das Second New York ist erledigt. Das First Ohio wird hier wahrscheinlich auch sehr, sehr gut bedient. Ihr seht, wenig Verluste aus der Deckung heraus, aus den Wäldern, während sie noch relativ offen stehen. Und sehr, sehr viele Verluste einstecken müssen. So habe ich mir das vorgestellt. Hier werden im Verlauf der Schlacht noch sehr, sehr viel mehr Truppen auftauchen. Nächster Angriff vom Second Ohio. Doch nicht. Er zögert. Wartet wahrscheinlich noch auf seine Artillerieunterstützung. Und da kommt auch schon die erste Verstärkung. Die wir aber, wie gesagt, nicht bei mehr Fuel Hill verheizen werden. Hier kommt schön hier auf den Hügel. General B. Auch in der originalen Schlacht vom Bull Run dabei. Er ist übrigens der Namensgeber für den Titel von Stonewall Jackson. Also General Jackson, dessen Brigade am Ende als die Stonewall Brigade in die Geschichtsbücher eingegangen ist, wurde von General B hier in dieser Schlacht so bezeichnet. General Bato, oder ist hier ebenfalls original mit in der Schlacht mit dabei gewesen. Beide sind übrigens in der Schlacht umgekommen und es ist nicht ganz sicher bis heute, wie General B das gemeint hat mit Stonewall. Also der Name ist folgendermaßen entstanden. B und Bato haben zusammen versucht, die Höhe bei Matthews Hill zu halten und haben dabei sehr, sehr starke Verluste eingesteckt. Mussten sich dann zurückziehen hier nach Henry Hill, während hier auf dem Hügel dann Stonewall Jackson oder Thomas Jackson, wie er damals vorher noch hieß, gewartet hat mit seinen Infanterieeinheiten, um den Gegner aufzuhalten. Das hat auch funktioniert und auf dem Rückzug soll B seinen Leuten zugerufen haben: Seht da, da steht Stonewall wie eine Steinmauer. Und wie gesagt, es ist bis heute nicht ganz bekannt, wie er das gemeint hat. Zum einen könnte er es tatsächlich als Ehrentitel formuliert haben, um seine Männer zu motivieren, sich hinter den Truppen von Jackson aufzubauen und den gegnerischen Angriff wieder aufzuhalten und den Rückzug eben abzubrechen. Zum anderen könnte er es allerdings auch, und das ist der Funfact an der Geschichte, auch als Beleidigung gemeint haben. Denn auf dem Rückzug könnte er gemeint haben, dass Jackson durchaus den Angriff bei Matthews Hill mit hätte unterstützen können, wenn er etwas schneller gewesen wäre. Da sowohl General B als auch Bato im Gefechtverlauf verstorben sind, ist das bis heute nicht ganz geklärt unter Historikern, wie das gemeint war. Interessanter Fun Fact an dieser Stelle. Hier haben wir übrigens auch General Beauregard, den General der ersten Armee der Südstaaten in dieser Schlacht. Hier oben hat jetzt versucht, eine Kavalleriebrigade noch ein wenig durchzubrechen, aber ich denke, da dürften sie überhaupt keine Chance haben. Da stehen unsere Skirmisher bereit.
Das First Ohio ist hier ebenfalls zurückgedrängt. Situation also sehr gut unter Kontrolle. B steht hier sehr viel besser in Deckung als hier bei Matthews Hill. Wir könnten sogar noch eine zweite Artilleriebrigade hier rüberziehen. Wade Hampton. Und hier noch mit Aufstellung beziehen. Jawohl, Second Ohio muss hier ebenfalls sehr viel einstecken. Ihr solltet also immer sehr, sehr gut sehen, welche Ziele müsst ihr eigentlich im Spiel erreichen, um eine Schlacht zu gewinnen oder ein Unentschieden zu erreichen. Nicht immer ist es ratsam, jede Stellung wirklich bis zum Erbrechen zu halten. In den meisten Fällen wird euch das sogar den Sieg kosten. Ihr könnt also eure Strategien unterschiedlich gestalten. Was sehr, sehr praktikabel ist. So. Pelham ziehen wir auch noch ein wenig mehr in Deckung. Supplies machen wir hier vielleicht am Anfang noch aus. Die werden wir vielleicht später noch brauchen. Hier vielleicht auch erstmal noch. Erst wenn unsere Truppen wirklich nach Munition rufen, das erste Mal schalten wir das an. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich auf Versorgung der Truppen zu konzentrieren und die Supplies erst an der richtigen Stelle einzusetzen. Eventuell, wenn sich die Gelegenheit auch bietet, natürlich gegnerische Supplies erobern und die dann auch einsetzen. Hier haben wir schon die erste richtig große Einheit. Keys mit 2500 Mann. Und ich denke, es wird jetzt auch demnächst hier einen kleinen Angriff geben. Aber das, denke ich, werden wir auch gut aufhalten können. Darum erhöhen wir hier nochmal ein klein wenig die Geschwindigkeit, bis sich wirklich was ereignet. Second Ohio. War wieder Zeit für gute Idee, schlechte Idee, was? Oh, Keys kommt hinterher. Mal sehen, ob wir den gleich noch mitrouten können, aber ich denke, der wird ein wenig härter werden. Kavallerieattacke. Hören wir im Hintergrund. Ich sehe aber nicht wo. Sehr gut, Angriff abgewehrt. Jawohl, nochmal in den Rücken ballern, das ist sehr schön. So, jetzt halten wir Kenfield ein klein wenig mehr zurück. Interessant, dass auf dieser Seite noch kein Angriff verfolgt ist. Und auch über die Furt recht wenig passiert, aber gut. Alles wahrscheinlich zu seiner Zeit. Oh. Jetzt begeht er einen tatsächlich riesengroßen Fehler, wenn er versucht, mit seiner Artillerie hier über die Furt zu kommen. Herzliche Grüße von Preston. Ja.
wir mal noch zurück. Da kommt anscheinend doch noch ein bisschen mehr. Sherman ist auf dem Feld aufgetaucht. Liebe Artillerie, wir öffnen mal schön das Feuer auf Sherman. Rückzug zu Henry Hill, genauso wie ursprünglich. General, der Feind scheint uns zahlenmäßig überlegen zu sein. Wir müssen uns zurückziehen und unsere Truppen reorganisieren. Und genau das könnt ihr im Prinzip übergehen. Henry Hill ist ein guter Ort, um unsere Verteidigungslinie zu errichten. General Jackson rückt mit frischen Truppen vor, um uns zu helfen. Halten Sie die feindliche Offensive auf, verlieren Sie diesen Hügel nicht, sonst bricht unsere Flanke ein und wir werden gezwungen sein, uns nach Richmond zurückzuziehen. Pause. So, dann wollen wir doch Jackson gleich mal hier nach oben bewegen. Und die 2nd Virginia. Und so weiter nach oben. Da wird gleich noch ein bisschen mehr Verstärkung auftauchen. Vielleicht reorganisieren wir das Ganze hier mal ein wenig. So, jetzt können wir auch die Versorgung wieder eröffnen, glaube ich. Sind jetzt hier doch deutlich mehr Truppen aufgetaucht. Aber die werden wir aufhalten. So, die 5. Virginia werden wir hier noch mit rüber schicken. Aus reiner Vorsicht. Falls doch irgendeiner. Oh ja, hier hat er versucht mit der Artillerie. Die Furt zu überqueren und das wird ihnen teuer zu stehen kommen. Pause. Jetzt passieren hier doch ein paar interessante Sachen. Das Spiel mit den Supplies, dem solltet ihr nicht unbedingt trauen. Natürlich tauchen hier am Rand jetzt seine Supplies aus. Wahrscheinlich in der Hoffnung von ihm, dass ich mich auf diese stürzen werde. Allerdings weiß ich, dass dahinter seine Armee sich befindet. Und deswegen ist das vielleicht keine gute Idee, sich hier sofort drauf zu stürzen.
Und ihr seht jetzt schon, er wird jetzt versuchen, hier zu überqueren. Auch hier am Fluss. Allerdings im Fluss wird er dafür ordentlich kassieren. Hinten noch ein wenig rüberziehen. Bis die Verstärkung vollständig eingetroffen ist. Steward und weitere Supplies. Ashmore können wir jetzt zurück in die Einheit befehligen. Und die 5. Virginia ziehen wir hier vor. Einheiten können aufhören zu rennen. So, interessanterweise lockt er uns hier natürlich. Aha. Weiter mit seinen Supplies. Haben wir irgendwo Kavallerie? Ja, wir haben Steward. Dann holen wir doch mal ran. So, und dann dürfen wir hier eine sehr, sehr gute Ausgangsstellung haben. Um gegen ihn zu bestehen. Versuchen, uns seine Supplies zu schnappen. Ihr seht schon, es ist teilweise manchmal nicht ganz einfach, alles im Auge zu behalten. Unsere Skirmisher hier oben haben ganz schön was einstecken müssen. Wegen der Flankierung. Na komm schon. Schnapp die Supplies. Spiel. Preis geschnappt. Wunderbar. Auf dieser Seite auch alles erstmal in Ordnung.
Ich hoffe, wir können Porter hier langsam ein wenig zurückdrängen. So, die Jungs können zurück. Porter wird zurückgedrängt. Langsam aber sicher. Sehr gut. Porter ist weg. Nichtsdestotrotz müssen wir ein klein wenig aufpassen, dass er uns hier nicht noch um die Flanke herum geht. Warum diese Einheiten hier tatsächlich nichts machen, ist mir auch nicht ganz klar. Sherman mit 2400 Mann versucht nicht mal uns anzugreifen. Aber das soll uns ehrlich gesagt nicht weiter stören. Gut. Hier an der Stelle lassen wir alles ruhig. Dann versuchen wir hier mal seine Artillerie auseinanderzunehmen. Na? Hallo Kavallerie. Na kommt schon. Feuert eine Salve ab. Ah, ungünstig, dass er hier noch reinfeuern konnte. Kommt schon, greift die an. Kommt schon. Ah, ich glaube, das hat hier so keinen Zweck. Wahrscheinlich gleich noch eine Salve. Jetzt haben wir wieder Charge. Los geht's. Hier versucht er nochmal die Brücke zu überqueren, aber anscheinend auch das ist misslungen. Da hat sich einer also mit aufgelöst. Hier können wir noch mit rumziehen.
gesagt, die Brückensituation sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Die Kavallerie haben wir anscheinend inzwischen verloren. Was sehr, sehr bedauerlich ist. Ein wenig sinnloses Opfer. Zurückfallen. Den schließe ich mal zusammen. Und schon etwas schneller. Gegenangriff. General, die Union ist deutlich geschwächt und wir können jetzt mit unseren frischen Verstärkungen in Kürze eintreffen wird zum Gegenangriff übergehen. Konzentrieren Sie den Angriff auf Ihre rechte Flanke und drängen Sie sie nach Washington zurück, wo Sie hergekommen sind. Pause. So, wir haben Smith. Johnston. Den wir an diese Stelle passieren. Crook. Ewell. Bonham. Und Holmes. So, die bewegen wir erstmal hier über den Fluss. Hier an der Stelle, glaube ich, Bartow noch mit rüberziehen, um die Sache zu verstärken. Hier halten wir. Lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Wir lassen wieder unsere Truppen ein wenig rennen. Immerhin sind die Einheiten hier oben dann doch ein klein wenig stärker. Mal zusehen, dass unsere Generäle hier einen ordentlichen Moralbuff hinlegen. Ich hoffe, hier fällt uns nichts mehr links in die Flanke. Dann werden wir jetzt Porter in den Rücken fallen. Und in die Flanke. Stelle, glaube ich, dürfte der Drop so ziemlich für ihn gelutscht sein. Nein. Hier rum. Obwohl. Ja,
jetzt brauchen wir das auch nicht mehr. Ja, das sieht sehr, sehr gut für uns aus. Hier haben wir ihn schön von der rechten Flanke aus in der Zange. Können wir sogar noch ein klein wenig mehr vorrücken. Holmes übernimmt hier. Nur immer schön aufpassen, dass man hier selber nicht zu sehr flankiert wird. Jewel wurde verwundet. Nee, getötet. Oh je. So, mach die Skirmisher weg, Holmes. Franklin ist geroutet. Auf Porter aufpassen. So, und ihr seht, durch den Flankeneinfall tun wir das, was das Spiel uns eigentlich gesagt hat. Wir drängen den Gegner nach und nach zurück. Ja, da helfen dir auch keine Skirmisher mehr. Im Gegenteil. An der Stelle ist er tatsächlich. Ganz kurz pausieren. Mit seinen Kavallerietruppen durchgebrochen. Hat allerdings unsere Supplies Gott sei Dank nicht in Mitleidenschaft gezogen. Gott sei Dank. Ich glaube, unseren Artillerieeinheiten geht es auch noch ganz gut. Porter. Und tschüss. Kommt, jetzt gebt ihm nochmal eine Salve in den Rücken. Feuer. Na. Klein wenig zu spät. Ja, es ist immer wieder noch ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, was er hier spielt. Gott sei Dank waren das nicht unsere Artillerieeinheiten. Aber ärgerlich ist es trotzdem. So, auch hier können wir ein klein wenig mehr vorrücken und entlasten an der Flanke. Obwohl, die vierte Northern Virginia. Ah, da unten haben sich ein paar Skirmisher eingenistet. Selber ein paar Skirmisher drauf hetzen.
erfolgt nochmal ein Angriff, aber auch den dürften wir abbrechen. Größere Brigaden hier nochmal angreift. So, so langsam aber sicher scheint ihr hier nichts mehr rüber schicken zu können. Das wird alles geroutet und auch seine Kavallerie. Hier unten dürften wir jetzt gemeinsam erledigt haben. Endlich. Da anscheinend auch. Sherman wird wahrscheinlich nochmal einen Angriff versuchen. Oh, wir brauchen Dresden eigentlich da oben nicht abzuziehen. Skirmisher hier unten sind auch erledigt, das heißt, wir fallen jetzt unsererseits mit Skirmishern nochmal Porter in die Seite. Er hat sich dann doch immer wieder mal hier gesammelt auf dieser Seite und uns mehr zugesetzt, weil es mir eigentlich lieb ist, aber naja, man kann halt nicht immer alles haben. Na? Ammo ist euer Problem. Na, da können wir doch, glaube ich, noch ein bisschen was hier runterschicken. Manchmal verstehe ich nicht ganz, wie die Bewegung der Einheiten
automatisch so mies sein können. Ein paar Einheiten lasse ich dann doch hier am Rand noch stehen zur Verteidigung. Allerdings könnte ich mal ein klein wenig mehr unsere Generäle nach vorne ziehen. Und auch die Kanonen jetzt etwas weiter nach vorne, wo sie effektiver wirken können. Ach, Sherman, du lernst es anscheinend nicht. Dann werden wir auch bei Sherman jetzt langsam mal zur Vernichtung ansetzen. Schlacht gewonnen. Ihr könnt natürlich auch, wenn die Zeit noch weiterläuft, was in manchen Schlachten nach dem eigentlichen Erreichen der Ziele häufiger noch passiert, einfach weiter tickert, könnt ihr noch ein paar weitere Verluste dem Gegner beifügen oder eventuell noch Supplies oder ähnliches erobern. In diesem Fall lohnt sich das aber nicht mehr. Ihr seht schon, wir haben auch diesmal dem Gegner einen erheblichen Schaden zugefügt. 11.250 Mann Verluste auf gegnerischer Seite, 3.900 auf unserer Seite. Unsere Einheiten, wie haben sie sich geschlagen? Canfield, 1.729 Mann getötet und 191 Mann verloren. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, das lag auch sehr, sehr stark an seinen Skirmisher-Einheiten. Ashmore selber auch, natürlich 1738 Mann getötet in den Fortifications mit den Mississippi-Gewehren. Haben sich also sehr gut geschlagen. Auch Siegfried, 874 Mann. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Supplies erobert, Springfield-Gewehre genügend erobert, um eine ganze weitere Einheit auszurüsten. Leider ist uns Richard Ewell verstorben, was sehr, sehr bedauerlich ist, aber es gibt, wie ihr seht, einige Beförderungen. Let's call it a day. Wir kriegen die War Service Medal und zwei Karrierepunkte, 10 Rufpunkte, 126 zusätzliche Rekruten. Als Belohnung für diese Schlacht kriegen wir Thomas Jackson. Und für die Army Organization ein zusätzliches Korps. Dann werden wir noch unsere zwei Karrierepunkte einsetzen. Ich werde einen weiteren in unseren Truppenteil investieren. Und einen weiteren in Politik. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Let's Plays für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich hoffe auch, dass die zusätzlichen Informationen ein wenig den Horizont erweitern konnten. Wenn ihr noch zusätzliche Informationen habt oder eventuell Tipps und Tricks, wie man etwas besser machen könnte, wie ich eventuell noch Fehler vermeiden kann, die ich hier im Spiel habe, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare rein. Vergesst auch nicht, eure Einheitenvorschläge und die Namensbezeichnungen in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr Einheiten nach euch benannt haben möchtet.
Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Da stehen uns dann die Schlachten, den Konvoi zu überfallen und wachsam bleiben ins Haus, bevor wir dann in die Schlacht von Shiloh eintreten. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Zeit.